eine Montage zum Driftfischen. Dafür braucht ihr eine Krippenzange, Jinkai Alu-Quetschhülsen oder auch ähnliche Marken. Ein Loop-Protector, wir nehmen immer diese Federn dafür. Und ein Haken, wir nutzen die Haken der Marken Hayabusa oder Ona. Ihr nehmt das Fluorocarbon-Vorfach, zieht dann die Alu-Quetschhülse auf. Dann die Feder oder Spirale, also der Loop-Protector. Als nächstes folgt der Haken. Dann zieht er das Fluorocarbon wieder durch die Alu-Quetschhülse. Zieht es hier ein bisschen raus. Macht dann mit dem Feuerzeug eine Perle drauf, zieht dann das lange Ende von dem Fluorocarbon zurück, ich mache es dann immer so, dass ich mit den Zähnen hier Spannung drauf halte. Und quetscht dann einmal mit der Zange die Aluhülse zusammen. Danach sieht das Ganze dann, oder sollte zumindest, dann so aussehen. Als nächstes zeigen wir euch jetzt, wie man einen Köder damit bestückt. Also eine Montage. In dem Fall eine Stöckermakrele, eine kleine Stöckermakrele, oder genauso geht es aber auch mit einer Sardine, wie wir sie riggen zum Driftfischen. Dafür führen wir den Haken hier in das Maul ein, führen ihn dann hier rum durch die Kiemen wieder raus, ziehen das gesamte Vorfach dadurch, stecken ihn dann seitlich hier wieder durch die Stöckermakrele rein und lassen die komplette Quetschhülse sowie den Rest des Hakens hinter den Kiemen verschwinden. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Das ist die Montage, wo der Haken seitlich rausguckt. Und binden dann zum Schluss nochmal das Maul mit einer dünnen monofilen Schnur zu. Branimir wird euch jetzt eine zweite Montage zeigen, wo wir den Haken unten herausführen. Branimir erklärt euch jetzt, wie ihr hier einen Scharun riggt für die Montage zum Driftfischen auf Thun. Er nimmt den Haken, führt ihn im Maul ein, lässt ihn auch am Kiemen wieder herauskommen, macht dann eine Schlaufe, führt den Haken hinter den Kiemen wieder ein, lässt ihn dann unter der Seitenflanke verschwinden und führt die Spitze des Hakens unterhalb des Bauches wieder raus. Und der Vorteil bei dieser Montage ist, dass wirklich nur eine kleine Spitze des Hakens unten zu sehen ist und ansonsten der ganze Haken in dem Köderfisch, egal ob es jetzt eine Sardine oder eine Stöckermakrele oder Makrele ist, verschwunden ist. Wir binden dann zum Schluss noch vorne das Maul, auch wie bei der anderen Montage, mit monofiler Schnur zu. Jetzt noch eine letzte relativ einfache Montage. Wenn ihr eine Stöckermakrele oder eine Makrele oder ähnliches Gutes live
Livebait fangt und ihr mit Lebendköder mit Livebait fischen wollt, nehmt ihr einfach den Lebendköder, den ihr gefangen habt, und führt den Haken im vordersten Drittel im Rücken oberhalb ein, sticht ihn durch den Rücken, dass der Fisch so hängt, und schon fertig ist das gerickte Livebait, Stöckermakrele oder Makrele. Okay, thank you for watching and see you on Facebook. Maybe if you come in Croatian, I explain you how you can catch the fish. Oh no, catch the fish. Ja, danke, danke fürs Zuschauen. Das war's für heute erstmal und wir würden uns freuen, euch hier bei uns in Kroatien begrüßen zu dürfen, um euch das Ganze gerne auch mal live bei uns auf dem Boot zu zeigen.